Ich denke, der Vertrag ist zustande gekommen, weil er sich einfach sehr gut entwickelt hat, vor allem im letzten Jahr. Er hat durch seine Leistungen, denke ich, viele Leute können überzeugen. Und aus diesem Grund war für mich eigentlich dann relativ klar, wo ich dann auch in die Funktion hineinkomme als Ausbildungschef, wo es dann um die vertraglichen Sachen gegangen ist mit den Spielern, dass Thomas sicher ein Kandidat ist für so einen Profivertrag. Mir war wichtig, dass jeder Spieler von der U21 bei GC einen Vertrag bekommt. Das war letzte Saison nicht der Fall. Und das hat ein bisschen Unruhe gegeben im Team. Ich bin froh, hat er jetzt unterschrieben. Das heisst, er ist sicher mal ein Jahr da. Und ich setze auf ihn. Er ist ein Spieler, der sehr schnell ist, auch sehr torgefährlich ist. Und so einen braucht es in jeder Mannschaft. Ja, super. Also, der erste Vertrag unterschrieben ist sicher mal ein kleiner Erfolg von dem, was ich mir gehofft habe. Und auch, was mein Ziel war. Und jetzt liegt es eben nur an mir. Ja, im Training mehr Gas geben, am Match Goals machen. Also gut, jetzt in der Vorbereitung habe ich ja in diesen 3 Spielen 3 Goals gemacht. Ist noch gut gelaufen. Und jetzt in der Meisterschaft ein bisschen weniger. Also habe ich kein Goal gemacht, aber dafür einen Assist. Das ist auch gut. Und ja, also ich fühle mich jetzt momentan fit. In dieser Liga ist sicher mal das Körperliche, also das Physische ist sicher wichtiger, weil gegen ältere Spieler ist es schwerer zu spielen. Wir gehen ja schon mit dem Boris schon in den Kraftraum und machen für den Körper etwas. Er ist so ein Spieler, wo der Verteidiger sagt, oh nein, nicht der schon wieder. Also der steht auf den Füßen und ist ein ganz ekliger Gegenspieler. Schnelligkeit, torgefährlich, ein ganz guter Abschluss. Hat auch ein Auge für den Mitspieler und er ist auch ein guter Typ fürs Team. Was erhoffen wir uns, ist klar, für mich ist das Hauptziel, dass wir junge Spieler, eigene Spieler können, in die erste Mannschaft platzieren können. Und Thomas gehört zu den Spielern, die das Potenzial hätten. Aber die Frage ist immer die Entwicklung, wie geht es weiter? Und ich hoffe, dass wir schon bald über andere Sachen reden, an den Tisch kommen und vielleicht über einen neuen Vertrag verhandeln können. Das ist natürlich ein grosses Ziel, das wir haben. Aber am Schluss entscheidet er anhand seiner Leistungen auf dem Platz.